Hallo, liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit am Mittwoch, den 28. November 2012. Hier mit der Fortsetzung meines Vortrages aus dem Israel schafft sich ab. Gershom Gorenberg, neues Bestsellerbuch. Eine scharfsinnige, unverzichtbare Analyse, ebenso besorgniserregend wie hoffnungsvoll. Und ich finde schon, dass man sich das zumindest erstmal anhört, bevor man nassforsche Ansagen macht. Und ich kann mich nur wundern, wie die sozusagen Fallhöhe ist, wenn jemand wie der Glücksritter Henrik Broder, der nun so tut, als sei er der gerechte Erinnerer an das Nazi-Unheil und der gerechte Israel-Verteidiger im Überlebenskampf des Staates Israels in Gaza, in Siedlergebieten, in Transjordanien und sonst was. Dieser Henrik Broder, der hier jetzt gerade aktuell auch wieder den Augstein, Jakob Augstein anpinkelt. Und der Broder hat natürlich in dem deutschen Medienkram seinen Platz, mit dem er richtig seine Kohle verdient und sich eine Prominenz erarbeitet hat, ja. Aber sein Beitrag, der ist doch sehr 68er-mäßig dialektisch im profanen Sinne, ja, nach dem Motto, Hetzerei hat auch aufklärende Wirkung. Broder ist ein Hetzer in dem Sinne, dass er ständig das Verständnis von dem, was die Menschen bewegt, vertuscht durch seine brutalen propagandistischen Ansagen. Da ist dann also hier dieser Gershom Gorenberg doch wirklich ein substantiierteres Kaliber, da ist mehr Qualität, mehr Substanz, mehr Wissen miteinander aufgereiht und integriert, und insofern denke ich mal, dass das hier jetzt in deutscher Übersetzung erschienen zum Standardrepertoire der deutschen Bundeskanzlerinnen zu machen wäre, das ist mein Vorschlag. Und da fangen wir mal mit der aktuellen Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel an. Nachdem sie als Physikerin dann gelernt hat, den Unterschied zwischen Bytes und Bits, kann sie sich ja dann vielleicht auch hier mal ein bisschen kundig machen, was eigentlich zwischen Ultraorthodoxie, Orthodoxie, Rechtsradikalität, Militarismus in Israel alles so abgeht und was eigentlich wir dem deutschen Judentum, dem europäischen Zionismus gewissermaßen verpflichtet sind, aufgrund und infolge der deutschen Verbrechen im deutschen Namen von deutschen Massenmördern in der Zeit, im Kernzeit 1933 bis 1945, das begann schon vorher und es geht ja teilweise bis heute. Und gut, ich möchte also hier meinen kleinen Beitrag heute fortsetzen. Gershom Gorenberg, er hat also hier gesagt, Israel wurde als Demokratie gegründet und ist noch immer eine. Wie der Zionismus, das Reformjudentum und die säkulare jiddische Kultur ist auch die Orthodoxie ein Produkt des Erdbebens der Moderne, das die Juden Westeuropas im 18. Jahrhundert und Osteuropas im 19. Jahrhundert zu erschüttern begann. Zu den Schockwellen gehörten der Zugang zu moderner Bildung, die halb erfüllte Verheißung des Zutritts zur christlichen Gesellschaft, drastische wirtschaftliche Umbrüche, Migration aus den Dörfern in die Städte und von Osteuropa nach Westen eine Bevölkerungsexplosion und der moderne Antisemitismus. Zuvor war die jüdische Religion schlicht die Art gewesen, wie Juden lebten. Die Kinder erfuhren mehr darüber von ihren Eltern als aus Büchern. Die Befolgung der religiösen Gesetze schwankte zwischen streng und gesellschaftlich annehmbar. Die Moderne verwandelte die Religion von einer Annahme in eine Frage. Eine Form der Strenggläubigkeit trat dafür ein, das religiöse Gesetz zu bewahren, sich aber in die nichtjüdische Gesellschaft einzugliedern. Eine strenggläubige Minderheit unterstützte den Zionismus und gründete die Mizrachi-Bewegung.
Die meisten Orthodoxen, insbesondere die ultraorthodoxen Rabbiner, verurteilten den Zionismus indes als säkulare Rebellion gegen Gott. In Opposition zu Mizrachi wurde Agudat Yisrael gegründet. Im 19. Jahrhundert zogen einige Ultraorthodoxe nach Jerusalem, um sich einem Leben religiöser Studien weit entfernt von den Häresien Europas zu widmen. Während des britischen Mandats kamen weitere hinzu, um dem wachsenden Antisemitismus, besonders in Polen und Deutschland, zu entfliehen. Quellenangabe. Seit den 1930er Jahren bezeichnete das hebräische Wort Charedi gottesfürchtig, besonders die Ultraorthodoxen. Aber auch Palästina war, wie Amerika, ein Ort, wo junge Menschen unter dem Einfluss einer säkularen Umgebung die Herde verließen. Ultraorthodoxe Rabbiner rieten daher von der Emigration aus Osteuropa ab, mit katastrophalen Folgen während des Holocausts. Als Israel unabhängig wurde, stellten die strenggläubigen Charedim 5-7% der jüdischen Bevölkerung, so die Schätzung des Soziologen Menachem Friedmann, der sich als einer der ersten mit der Gesellschaft der Charedim beschäftigte. Das europäische Zentrum ihrer Kultur war verloren. Die Palästina hatten sie nur wenige Schulen, die zudem unter Geldmangel litten. Es kam vor, dass Lehrer manchmal monatelang kein Gehalt erhielten. Viele strenggläubige Juden hatten den Eindruck, eine jüdische Identität zu repräsentieren, die in absehbarer Zukunft verschwinden würde, schreibt Friedmann. Quellenangabe. Während einige Eiferer keinerlei Beziehung zum säkularen Staat wollten, sah Agudat Yisrael kaum eine Alternative, als in der israelischen Politik mitzumischen. Sie bildete für kurze Zeit sogar im Bündnis mit rivalisierenden religiösen Zionisten die Vereinigte Religiöse Front und trat Ben-Gurions Koalition bei. Die Kompromisse, welche die orthodoxen Parteien der Mapai-Partei abtrotzten, zielten auf zum Teil darauf, ihre Wähler vor weltlichem Zwang zu schützen. Zum anderen sollten sie ihrer eigenen Auffassung Geltung verschaffen, dass ein jüdischer Staat ein von der Religion beherrschter Staat sein müsse. Die Armeeküchen wurden koscher gehalten, damit strenggläubige Juden Wehrdienst leisten konnten. Während des Unabhängigkeitskriegs wurden etwa 400 Männer, die an ultraorthodoxen Talmud-Schulen in Jerusalem studierten, von der allgemeinen Wehrpflicht ausgenommen, auch wenn andere charedische Männer eingezogen wurden. Jerusalem lag außerhalb der Teilungslinie und die Regierung wollte anscheinend dem Spektakel eines Konflikts mit extrem antizionistischen Gruppen an einem Ort, wo ihre Position schwach war, aus dem Weg gehen. Also Jerusalem war ja besiedeltes Palästinensergebiet. Doch der Präzedenzfall machte Schule und nach dem Krieg fuhr die Armee fort, mehrere hundert Talmud-Studenten von der Wehrpflicht zurückzustellen. Ein geringfügiges Zugeständnis, wie es schien. Augenfälliger war, dass der Staat Ehe und Scheidung in der Hand der religiösen Autoritäten einer jeden Religion beließ, wie es seit der Zeit der Herrschaft des Osmanischen Reichs über Palästina der Fall gewesen war. Für Juden bedeutete dies, dass eine Heirat nur über das staatlich gelenkte Oberrabbinat und eine Scheidung nur durch ein rabbinisches Gericht
ebenfalls ein staatliches Organ zu erlangen war. Quellenangabe. Die einzige Möglichkeit für einen Juden, einen nichtjüdischen Partner zu heiraten, bestand darin, ins Ausland zu reisen. Diese Weichenstellung schuf eine rabbinische Bürokratie mit Posten, die von den orthodoxen Parteien in Patronage verteilt wurden. Das wirkte sich auf die Freiheit religiöser ebenso wie säkularer Juden aus. Bei wichtigen Stationen ihres religiösen Lebens waren sie gezwungen, sich an eine Geistlichkeit zu wenden, die der Staat für sie ausgesucht hatte. 1953 endete der Kampf unter den Parteien über die Erziehung von Einwandererkindern schließlich mit einem Gesetz, das ein staatliches Schulsystem schuf. Quellenangabe. Die Zeit der von Parteien betriebenen Schulen war damit vorüber, wie es schien. Doch das staatliche System bestand weiterhin aus zwei Teilen, einem säkularen und einem staatlich-religiösen. De facto wurde der staatlich-religiöse Teil von den Funktionären des religiös-sionistischen Parteien kontrolliert, die bald darauf zur nationalreligiösen Partei verschmolzen. Der ultra-orthodoxen Agudat Yisrael-Partei wurde erlaubt, das Schulsystem zu behalten, das es kurz zuvor geschaffen hatte, mit staatlicher Finanzierung, aber nur geringfügiger staatlicher Aufsicht. Diese Schulen lehrten die Kinder, religiöse Gesetze und heilige Schriften zusammen mit einem Grundwissen in Mathematik und vielleicht ein bisschen Englisch. Bürgerkunde stand nicht auf dem Lehrplan. Ihr Auftrag war es, die Kinder vor der modernen Gesellschaft zu schützen und nicht sie darauf vorzubereiten. Quellenangabe. Ben-Gurion ging diese Kompromisse ein, weil sie der Preis für die Koalitionsbildung waren. Ein weiterer Grund war, dass er nicht den Graben zwischen weltlich ausgerichteten und religiösen Juden vertiefen wollte. Quellenangabe. Dem kritischen orthodoxen Philosophen Yeshayahu Leibowitz sagte Ben-Gurion ausdrücklich: Ich werde der Trennung von Staat und Religion niemals zustimmen. Ich will, dass der Staat die Religion fest im Griff behält. Zitat Quellenangabe. Man sollte sich jedoch an die vorherrschenden Erwartungen der Ära erinnern, wie sie der Schriftsteller Amos Oz in seinen Erinnerungen Eine Geschichte von Liebe und Finsternis festgehalten hat. Mitte der 40er Jahre, als es an der Zeit war, Oz einzuschulen, steckte sein Vater in einer Zwickmühle. In ihrer Jerusalemer Nachbarschaft lagen zwei Schulen in Gehweite. Eine gehörte zum Schulsystem der Linken, die andere den religiösen Zionisten. Oz Vater war ein rechter Säkularist. Er wählte die strenggläubige Schule, denn die rote Flut schwillt doch immer mehr in unserem Land an. Zitat. Und die sozialistische Schule würde aus dem Jungen womöglich noch einen Bolschewisten machen. Die religiöse Schule bot kein vergleichbares Risiko, weil, Zitat, die religiösen Juden mit all ihren Synagogen aus der Welt verschwinden würden. Quellenangabe. Noch einige Jahre später, nach der Unabhängigkeit, konnten säkulare Politiker von derselben Annahme ausgehen, insbesondere im Hinblick auf die Ultraorthodoxie. Die dauerhaften Folgen dieser frühen Vereinbarungen sowohl für den Staat als auch für die Religion stellten sich völlig unerwartet ein. Niemand konnte sich zum Beispiel vorstellen, dass der Staat durch die Finanzierung von charedischen Schulen die ultraorthodoxe Gemeinschaft verändern und Gefahr laufen würde, fest in ihren Griff zu geraten. Religionspolitik spielte auch bei dem Votum der Knesset von 1950 eine Rolle, Israel keine geschriebene Verfassung zu geben, doch fiel Ben-Gurions Opposition dagegen noch schwerer ins Gewicht.
In jedem Fall verdient diese frühe Entscheidung nicht so viel Tadel, der Demokratie Steine in den Weg gelegt zu haben, als sie gewöhnlich erhält. Erstaunlicherweise kamen die stärksten Verfechter einer Verfassung in der Knesset-Debatte von der Mapam-Partei und den Kommunisten auf der Linken und von Menachem Begins Scherut-Partei auf der Rechten. Zitat: Es gibt eine Sache, die sie verhindern möchten. Sie, Begin, die herrschende Mapai-Partei, Zitat: Ein Gesetz der Freiheit, der Gerechtigkeit, das Vorrang vor anderen Gesetzen hat und das sie nicht eines schönen Morgens mit einer einfachen Stimmenmehrheit aufheben können. Quellenangabe. Ein Abgeordneter der Mapam-Partei, Yisrael Bar Yehuda, brachte das klassische Argument, dass eine Verfassung vonnöten sei, um die Rechte des Einzelnen in Beziehung zum Staat zu schützen, und forderte, diese müsse definieren, was das Minimum ist, das Legislative, Exekutive und Judikative nicht verletzen dürfen. Quellenangabe. Der erklärte Einwand der religiösen Front gegen eine Verfassung war, dass die Tora die Geschichte hindurch die Verfassung der Juden gewesen sei und ein jüdischer Staat daher auch keine andere brauche. Eine Verfassung habe unter anderem eine erzieherische Funktion, meinte Meir David Levenstein von Agudat Yisrael. Ihre Präambel würde dazu benutzt, Kinder das spirituelle Profil der Nation zu lehren, und aus genau diesem Grund könne keine religiöse Schule eine säkuläre Verfassung unterrichten. Das würde einen Kulturkampf auslösen, Quellenangabe, sagte er. Die praktischere Sorge der orthodoxen Politiker mag gewesen sein, dass eine Verfassung, Staat und Synagoge getrennt oder sogar der Religionspraxis Beschränkungen auferlegt hätte. Quellenangabe. Der militante Säkularismus der Linken und das Beispiel des Ostblocks, einschließlich der berüchtigten Jewsektia, der jüdischen Sektion der Kommunistischen Partei Russlands, die für die Unterdrückung des Judentums verantwortlich war, machten ihnen Angst. Quellenangabe. Die wahre Gefahr, so argumentierte Josef Lamm von der Mapai-Partei, drohe von eben jenen Parteien, die eine Verfassung verlangten. Weder die Scherut noch die Mapam-Partei verstünden die Demokratie, behauptete er. Zitat: In einem demokratischen Regime verändert man nicht die Richtung der Mehrheit mit der Drohung, dass ihre Führer vor Gericht gestellt werden, sagte er mit Bezug auf die Rhetorik der Scherut-Partei. Was Mapam betraf, so glaubte die Partei an die Volksdemokratie, an den Schutz der Rechte der Minderheit nur bis zum nächsten revolutionären Moment, wenn sie die Macht ergreifen könne. Mit solchen Parteien im Parlament sei kein Konsens zu erzielen, der breit genug wäre, um eine Verfassung auszuarbeiten, fügte Lamm hinzu. Quellenangabe. Ben-Gurion schloss die Debatte mit einer ähnlichen Argumentationslinie. Normale Gesetze könnten die Bürgerrechte schützen, aber die Mehrheit sollte nicht in eine Zwangsjacke gesteckt werden. Anders als die Vereinigten Staaten, das Pionierland des modernen Konstitutionalismus, müsse Israel nicht die Beziehungen zwischen einer föderalen Regierung und einzelnen Staaten regeln. Vor allem aber könne es sich Israel nicht leisten, die Macht einer demokratischen Regierung zu beschränken, um sich gegen antidemokratische Minderheiten zu verteidigen. In Richtung des Mapam-Führers Meir Yahari sagte er: Es kann doch nicht sein, dass Knesset-Mitglied Yahari nicht weiß, dass es Leute in der Knesset und im Land gibt, die das demokratische Regime in Israel zerstören wollen und ein totalitäres Regime anstreben. Quellenangabe. Es mag stimmen, dass Ben-Gurion den Schutz der Demokratie im Mund führte, sich in Wirklichkeit jedoch nur gegen Beschränkungen seiner eigenen Macht sträubte.
Es könnte auch sein, dass eine ideale Verfassung die Grundrechte, die Gleichheit von nichtjüdischen Bürgern und die Macht der Gerichte, repressive Gesetze zu kippen, garantiert hätte. Dann wiederum hätte Josef Lamm von der Mapai mit seinem vor der Knesset geäußerten Einwand durchaus recht gehabt, dass die nach dem Ersten Weltkrieg verabschiedeten Verfassungen die Demokratie in Polen, Lettland, Italien und Deutschland ja auch nicht gerettet hätten. Hier unterbreche ich das mal. Danke für den Aufruf und setze es fort. Schönen Dank. YouTube, Lichtgeschwindigkeit hier von Dietmar Möfs täglich. Danke für den Aufruf.